570 Werke hier zu sehen, Fotografien von 140 Fotografien darunter, also weltberühmte Bildikonen. Also ich bin speziell besonders neugierig auf die Berichte der Bildredakteure der Zeit. Ich stelle mir das so vor, dass die ja in der Woche Tausende von Fotos auf ihren Schreibtischen liegen haben und dann entscheiden müssen, welches davon zeigen wir. Also das ist eine Fotografie von dem amerikanischen Fotografen Mitch Epstein. Man sieht da 3-4 Frauen, die alle was auf dem Boden suchen. Man weiß eigentlich gar nicht, was sie dort suchen. Sie sind aber sehr beschäftigt und eine Dame hat ja diese Zeitschrift in der Hand. Und ausgerechnet der Begriff Authentic kann man dort lesen. Und das ist genau die Frage dieses Bildes. Ist es wirklich authentisch? Ist es nicht vielleicht doch inszeniert? Und darum geht es auch in dieser Ausstellung ganz allgemein, um das unverstellte Bild, um das aus dem Moment heraus produzierte Bild, was durch die Kamera Leica vor 100 Jahren ermöglicht worden ist. Ein Tag rund um die Fotografie. Für die Museumsbesucher veranstaltete die Zeit gemeinsam mit dem Haus der Fotografie dieses besondere Event. Der Rahmen dafür war die Ausstellung Augen auf, 100 Jahre Leica-Fotografie, die noch bis Januar läuft. Ich bin hier, weil ich Fotografie einfach total cool finde. Ich möchte mir das gerne angucken, was die Leute halt geschafft haben und warum sie so berühmt geworden sind durch ihre Fotografie. Natürlich gibt es immer wieder Namen, die im Zusammenhang mit Leica genannt werden, die bekannt sind, also wie Henri Cartier-Bresson oder eben viele der späteren Magnum-Fotografen, die mit Leica fotografiert haben. Persönlich habe ich, muss ich sagen, noch nie eine Leica in der Hand gehabt und kenne das eben nur aus den Geschichten, die um diese Fotografen sich ranken. Du machst das jetzt erstmal mit Weitwinkel. Mit der Kamera unterwegs. Bei der Zeit Leo Kinder Rally erklärt Profifotograf Martin Richter Kindern, wie sie ein gutes Foto schießen. Die Erwachsenen sind drin, mit einem Bildredakteur des Zeitmagazins. Ich zeige jetzt noch mal die Serie Ich habe einen Traum. Es gibt zwei Regeln, die Leute müssen die Augen zumachen und die Hosen aber nicht immer runterlassen. Das sind immer Verabredungen, die der Fotograf auch trifft mit demjenigen. Und mal lässt sich jemand auf was Provokantes ein, mal nicht. Also Sie sehen, die Augen sind immer zu. Das, was wir mit Gérard Depardieu erlebt haben. So trat er uns entgegen, also unserem Fotografen, unserem Autor. Und dann hat er einfach auch nie darauf geachtet, wie er darüber kommt. Und das macht die Serie so einzig. Und sowas gibt es eigentlich nicht mehr, weil solche Weltstars lassen sich nie so ablichten.